Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Und zwar hatte ich ja zwei Videos gemacht zur Dream Screen, und das ist mein Weihnachtsgeschenk, das habe ich mir zu Weihnachten gegönnt. Und ja, ich habe gedacht, weil ich hier Probleme hatte beim Bestellvorgang, was nimmst du nicht, habe ich gedacht, da mache ich mal auch noch mal ein kurzes Video dazu, wie ihr euer Dream Screen konfigurieren könnt für eure individuellen Bedürfnisse. Ihr habt auf der Hauptseite, also http://www.tele-kohlgraf.de/dreamscreen. Das werde ich euch auch in die Videobeschreibung packen, logischerweise. Das ist die Startseite, da habt ihr Dreamscreen Schnellstart, Dreamscreen Konfigurator und Dreamscreen Übersicht. Bei der Übersicht habt ihr dann halt hier, ja, Full HD und 4K, und dann steht hier ein bisschen was zur App und ein paar Anleitungen sind hier und FAQ und Handbuch, Erste Hilfe. Also hier stehen viele nützliche Sachen drin. Aber das ist für uns jetzt uninteressant. Ich hatte erst gedacht, wo ich hier das erste Mal auf der Webseite war, ich muss Konfigurator machen. Ist aber falsch, Konfigurator, da kann man anklicken, was man hat, also was man haben will. Aber ich weiß ja nicht, was ich haben will. Deswegen Dreamscreen Schnellstart. Dann als erstes werden wir gefragt, wie ist denn unsere Geräte, wie sind die am TV angeschlossen? Sind sie direkt am TV? Also hier, alle mit einem Einzelnen. Es sieht jetzt mit einem HDMI, aber es sind halt drei, die halt hier mit drei verschiedenen. Ja, ist halt hier ein bisschen vereinfacht dargestellt. Direkt am TV oder alle zum AV-Receiver und vom AV-Receiver hoch zum Fernsehen. Oder wollen wir es am PC nutzen? Und ich habe mich dann natürlich entschieden für am TV. Dann könnt ihr euch aussuchen, wollt ihr Full HD oder wollt ihr 4K mit HDR? HDR wird auch unterstützt. Wir wollen natürlich HDR. So, dann bis 60 Zoll, bis 75 oder bis 120 Zoll. Ich habe mich entschieden für bis 75 Zoll, weil ich habe nicht bis 60 und das ist auch zu groß. Ich habe 65 Zoll, da passt das super rein, nehmen wir das. Dann haben wir hier schon ausgegraut, weil das passt auf uns nicht. Bis 60 Zoll passt nicht. Also extrem. Ja, das ist dann richtig hell, das ist für 60 Zoll. Das passt bei mir natürlich nicht rum. Das ist kraftvoll und hier seht ihr dann so ein bisschen Unterschiede von der Helligkeit. Weil ist klar, bei größerer Fläche geht ein bisschen verloren, weil durch die LEDs, ja, also weil der Abstand halt. Ja? So, ich wollte dann natürlich den kraftvollen auswählen und habe mich dann für kraftvoll entschieden. Dann steht hier unten auch nochmal da mit 44 LEDs pro Meter. Hier sind 30 LEDs pro Meter und hier sind 60 LEDs pro Meter. Gut, also dafür. Dann haben wir jetzt hier nochmal die Möglichkeit, uns separat nochmal umzuentscheiden, wenn ihr jetzt sagt, ach ja gut, ich habe alles, habe zwar einen 4K-Fernseher, aber alle Geräte, die ich anschließen will, ist nur ja, HD. Dann könnt ihr HD nehmen, könnt ihr nochmal umwechseln, wenn ihr wollt. Ihr wollt vielleicht eine andere LED-Kette dazu. So, eine wird benötigt. Könnt ihr sagen, ihr wollt zwei. Weil vielleicht, ihr wollt einen Dreamscreen nochmal konfigurieren für euren neuen TV, habt aber noch alle Geräte und der alte TV wandert ins Schlafzimmer und die haben eigentlich die gleiche Größe, dann könnt ihr sagen, jo, das im Wohnzimmer kann ja alles so bleiben, ich bestelle das jetzt für das Schlafzimmer, braucht dann aber halt nochmal eine separate LED dazu, dann kann man dann halt hier auf zwei LEDs gehen. War für mich in dem Umblick jetzt nicht so die Frage, für mich war halt eine LED, jo, dann gehen wir auf Konfigurieren. Das dauert jetzt einen kurzen Moment, jetzt steht hier Sofifol. Wenn wir gleich weiterleitet, zack. Und da haben wir dann hier einmal Dreamscreen und einmal die Strips drin. Die ja, HDMI-Kabel sind bei mir immer drin gewesen. Also ich habe es jetzt schon mal versucht aufzunehmen, aber da hat mein Aufnahmeprogramm abgekackt. Die waren bei mir drin, obwohl ich die nicht nicht drin gemacht habe. Es kann sein, dass es nur bei mir so ist oder bei euch auch. Die braucht ihr nicht unbedingt, wenn ihr vernünftige HDMI-Kabel habt. Habt ihr HDMI-Kabel, die nicht so gerade 4K oder vernünftiges HD-Bild haben, dann empfehle ich euch, nehmt die. Dann guckt, welche Länge ihr braucht, 0,5, 1,5 oder 2 Meter. Packt euch so viele rein, wie ihr braucht. Die haben eine sehr gute Qualität, ich bin sehr zufrieden damit.
Da seid ihr auf der sicheren Seite, wenn ihr halt hier extra noch hier kommen ja die Räte ran und ihr sagt, Mensch, ich will die PlayStation 4 ranschließen und ich habe mir jetzt die Pro geholt oder was weiß ich. Fire TV hat, ja, Fire TV Cube oder sowas. Und da seid ihr dann auf der sicheren Seite. Und dann können wir das dann in den Warenkorb packen, so wie wir das jetzt hier gemacht haben. So, jetzt ist das alles im Warenkorb. Wo haben wir jetzt hier? Warenkorb, da. Ich könnte mich jetzt auch anmelden, weil ich habe mich hier registriert nach der Bestellung. Also bei meiner Bestellung, die ich gemacht habe, also so wie ihr das jetzt seht, habe ich es bestellt, habe ich mich gleich registriert. Also ihr könnt euch da registrieren. Das kommt dann hier unten irgendwo, wenn er weiter zur Kasse. Also ich will jetzt nicht weiter zur Kasse, weil ich will nicht nochmal kaufen, weil ich habe schon. Da sind wir jetzt bei 377,47. Ihr könnt euch jetzt im Nachhinein immer noch aussuchen. Ihr könnt euch die Kabel auch hier, wenn ihr sagt, brauche ich die, könnt ihr euch die jetzt hier nochmal angucken. Die sind wirklich sehr gut verarbeitet. Von Kabel direkt. So, und die hier auch. Auch von Kabel direkt vergoldet. So. Aber wenn ihr dann sagt, ach, eigentlich habe ich gute HDMI-Kabel, dann könnt ihr das hier auch rausnehmen. So. Hoppala, nicht plus. So, 0. Dann Warenkorb aktualisieren. So, und dann habt ihr halt nur das Dreamscreen und das LED, also Dreamscreen und die LED-Rolle. Ihr müsst unbedingt, wenn ihr Dreamscreen kauft, die LED-Rolle mitkaufen. Die ist nämlich separat, die ist im Paket von Dreamscreen nicht enthalten. Und wenn ihr nur LED holt, dann ist natürlich auch kein Dreamscreen drin, ist klar. Spart dadurch ein bisschen jetzt. Jetzt sind wir bei 357,99 €. Gesamtsumme, das ist schon enthalten. So. Und dann habt ihr das eigentlich. Ich kann euch das auch nochmal zeigen. So. Ich mache auch nachher nochmal ein Video drüber. Hier, der Kabel ist zum Beispiel nicht mehr mit bei. Bei mir, bei meinem Dreamscreen war einer mit, der so Nylon umwickelt ist. Der ist ein bisschen starr. Also nicht so gut zu verlegen, aber es geht. Das ist die Rückseite, das ist die Vorderseite. So, da seht ihr Dreamscreen. HD und 4K und damit praktisch, das ist das Dreamscreen. Na, warte nur, mein Firefox hat gekackt. Okay. Kann ja auch mal passieren. Deswegen nutze ich keinen Firefox mehr. Okay. Das kommt praktisch vom Dreamscreen in euer TV, das ist für Strom. Nicht irritieren lassen, hier ist ein amerikanischer Kabel dran, ihr bekommt einen deutschen mit. Also das ist kein Problem. Da braucht ihr keine Angst haben, dass ihr irgendwie einen Adapter braucht oder so. Dann ist das kommt hier in die Seite rein. Damit steuert ihr die LEDs sozusagen und hier kommen die LEDs ran. Dann kann ich euch mal erklären, wie das gleich mit dem Aufbau ist. So, der schwarze Kabel mit dem schwarzen und roten Punkt, das ist nur für extra Strom. Das ist wichtig und das ist wichtig. Das kommt an die LEDs. Das kommt an das Dreamscreen ran. Die Kabel hier, den Kabel, den ich euch gezeigt habe, wo es grün ist. Die beiden kommen in der Mitte, weiß kommt links, rot kommt rechts, glaube ich. Ihr habt eine super Anleitung mit bei. Das ist, also da kommen keine Fragen auf. Und dann kommt da rein dieses Ding. Und auf der anderen Seite, wenn ihr die LEDs einmal hier komplett rumgewickelt habt, haben wir jetzt hier kein Bild. Doch, hier, das nehmen wir mal. Und ihr seid dann fertig mit euren LEDs. Ja, warte, so. Dann seht ihr hier diese Kupferkontakte und da ist ein weißer Strich, da müsst ihr dann abschneiden. Ist ja klar, ihr könnt halt nicht, wenn ihr einen 60 Zoll oder 65 Zoll habt, bei mir ist ohne so viel übrig geblieben, glaube ich, wenn nicht so ja mehr, dann schneidet ihr das einfach gerade ab und diese Kupferkontakte kommen dann da unten rein, dass von hinten ohne mal separat Strom ist, dass die wirklich vernünftig hell sind, damit man die Helligkeit besser variieren kann und so. Das funktioniert echt gut. Ich werde mal mein Unboxing und mein, also hier oben, da oben, da werde ich mein Unboxing und mein Hardware-Video mal verlinken. Dann könnt ihr euch das angucken, wie denn Action aussieht. Ich bin noch am Testen. Ja, das soll es soweit zur Bestellung gewesen sein.
Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen. Wenn ihr noch Fragen habt, einfach in die Kommentare posten. Ich versuche mein Bestmögliches, euch da zu helfen. Wir sehen uns. Ich mache jetzt gleich nochmal eins zu den Einstellungen und deswegen habt ihr auch gerade das Handy gesehen. Ich will auch zur Handy-App noch ein Video machen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin.